Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich habe per Zufall gesehen, dass es einen neuen Eisenbahnsimulator gibt, und zwar ist es der Japanese Racing Journey to Kyoto. Und ja, das ist ein japanischer Eisenbahnsimulator, der kostet Vollpreis knapp 58 Franken, diese Euro. Jetzt gibt es sogar ein Angebot für 34 und das ist schon ganz schön saftiger Preis für einen Eisenbahnsimulator. Aber er hat es mir doch ein bisschen angetan. Und warum ist es so? Es ist so, dass man hier Echtaufnahmen hat, von denen man da fährt. Also ist irgendwo bei dem Zug vorne meine Kamera dran gewesen. Und da sind sie da so langgefahren. Und jetzt hat man da quasi einen Simulator daraus bastelt. Aber Simulator ist relativ. Und warum das so ist, das werden wir dann gleich sehen. Ich würde sagen, wir wechseln mal ins Spiel rein und zeige euch mal, was euch so erwartet. So, da, und da wären wir auch im Simulator drin, im Startmenü, und da wären wir auch schon begrüßt von den Eisenzug Class 901, glaube ich, dass es so ist. Das ist so quasi der Regionalzug, und der zweite Zug, den wir fahren können, ist der Panoramazug, den werden wir vermutlich noch sehen. Und ja, wenn man hier anfängt, dann hat man hier quasi wie drei Modi, die man auf zwei Strecken fahren kann. Einerseits den Section Mode, sprich man fährt von einem Bahnhof zum nächsten. Und dann wird man hier bewertet. Da seht ihr zum Beispiel die große Hauptlinie von Kurama nach Demiyachi Yanagi, glaube ich, dass man das ausspricht. Und dann gibt es hier noch diesen kleinen Abschnitt, der nach Yasehise Tsanguhi geht. Der teilt sich aber den größten Teil mit der ersten Strecke. Also eigentlich ist es anderthalb Strecken, wenn man so möchte. Hat man da so einen Nebenabschnitt. Ja, dann gibt es hier unterschiedliche Varianten. Einmal nach oben, wieder nach unten. Dann gibt es hier noch eine Fassung, wo man es hier im Frühling drin hat, und auch hier bei dem Teilstück einmal nach unten, nach oben. Wenn man das Spiel kauft und frisch anfängt, dann ist nur das hier freigeschalten, und man muss das hier erstmal durchspielen, dann kommt das da, dann kommt das da, dann kommt das da, dann kommt das da. Das ist ein bisschen zäh, denn man geht hier von unten nach oben, ihr seht jetzt gerade die Sektionen, und fahrt es, und dann wird man bewertet. Das soll man dann gleich mal machen. So, wenn man dann das hier alles durchgespielt hat und es da so, ja, 2-3 Stunden ungefähr braucht, dann hat man hier diesen Full-Line-Mode, und da wird man quasi bei den einzelnen Stationen nicht unterbrochen. Da kann man dann durchfahren und muss man sich halt noch an den Fahrplan halten, und erst zum Schluss wird man dann quasi bewertet, wie gut man gefahren ist. Wenn man das auch fertig gespielt hat, also hier alle 5 Strecken einmal gefahren nochmal, also Linien besser gesagt, dann gibt es den Free Mode. Das habe ich jetzt noch nicht freigespielt. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das direkt mache, weil, wie gesagt, das ist sehr wiederholend. Die Strecken sind ja nicht sehr lang. Dann kann man quasi rumfahren, wie man möchte, ohne dass man irgendwie Strafen oder sonstiges kriegt. Vermutlich könnte man es auch in Full Line Mode machen. Hab's noch nicht ausprobiert, was es macht, wenn man einfach durchfahrt. Ja, dann gibt es hier diesen Travel Guide. Den finde ich eigentlich noch ganz cool gemacht. Da hat man hier quasi so gute, interessante Infos zu der Strecke. Die werden dann quasi freigeschalten, je nachdem, wie gut man da gewesen ist. Da zum Beispiel dieser Schrein, den kann man dann anklicken. Da gibt es Infos zu dem, und das kann man sich ein bisschen durchlesen, und so lernt man sich ein bisschen mehr über die Strecke kennen. Eigentlich eine ganz coole Sache. Das gleiche auch da bei der Ace Online. Da muss man nicht allzu viel freigeschalten. Da braucht man einfach Medaillen, die man sammelt. Die kriegt man halt mit akkurat anhalten und in der quasi der Zeit richtig drin sein, und das sind dann quasi nur so Features, die man dann halt kriegt, wenn man die komplette Strecke abgefahren ist in diesem Full Line Mode. Okay, ich würde euch sagen, ich zeige euch mal ganz kurz so ein Section Mode, wie der aussieht. Ich würde sagen, wir fahren mal das. Und Start ist eh gerade oben, und los geht's. Das Ganze lässt sich mit einem Xbox-Controller spielen oder mit der Tastatur. Am Anfang wird aber mehr der Controller erklärt, aber es geht ja nicht wunderbar. Das ist so quasi unser Cockpit. Jetzt müssen wir warten, bis die Türen automatisch zugehen, da müssen wir nichts machen. Ich glaube, da ist vollautomatisch. Und jetzt können wir quasi die Bremsen lösen. Und, ups, das war jetzt gerade volle Bremse. Können loslegen. Danke.
Links unten der Tacho. Der rote Strich ist ja quasi die Höchstgeschwindigkeit, die wir momentan fahren dürfen. Links oben die Fahrplaninfo. Ja, das ist, man gibt Gas, man bremst und sonst gibt es keine großen Controls. So, wie ich gesehen habe, kann man halt natürlich auch nicht den Gleisen, das nicht umgesetzt. Eigentlich ist das Ganze halt ein interaktiver Film, wo man halt ein bisschen Zug fahren kann. Jetzt gibt es noch die Spezialität. Ich kann mir hier das Cockpit ausblenden und zwar stufenweise. Entweder ich habe das hier so voll drin, oder ich habe das nur so, oder ich kann auch das ausblenden, aber der Tacho bleibt. Und ich muss sagen, ich fahre am liebsten so, denn dann kann ich mal die Landschaft ein bisschen angucken. Genau deswegen finde ich den Simulator interessant, kaufenswert. Ich interessiere mich für Japan und gerade für die Eisenbahn. Wie ist das denn da so? Wie sieht das so aus? Was machen die Leute? Und da ist der Simulator einfach ideal, weil du hast hier wirklich die Echtaufnahmen drin. Kannst du das anschauen, wie die Leute so reagieren, was die machen. Es gibt auch immer wieder interessante Sachen, zum Beispiel Bauarbeiten, wie da hinten. Gibt es dann auch den größeren Fall, was die Leute auf den Bahnhöfen machen. Da gibt es auch teilweise so Railfans, die dann unterwegs sind. Und die machen ein Foto von dir. Das ist schon ziemlich cool. Das macht schon Spaß. Aber wenn man die Line halt zwei, dreimal abfahren ist, dann wird es dann irgendwann uninteressant. Und für das, was das Simulator kostet, ist es halt schon wenig. Sie punkten halt mit Wiederholungen, dass man halt von A nach B und von B nach A fährt. Aber ja, so, jetzt schauen wir, dass wir hier mal sauber anhalten. Das ist noch gar nicht mehr so einfach. Eigentlich müsste man jetzt da komplett auf dieser Stopplinie drin sein. Und wenn man jetzt quasi... Ah da, wir sind im Section Mode. Okay. Oh, und ich habe jetzt gerade was freigeschalten. Aber da steht zum Beispiel, okay, du musst innerhalb von einem Meter oder 50 Zentimeter stehen bleiben von der Markierung. Da gibt es Punkte. Dann mit dem Fahrplan, dass du halt innerhalb von 3 Sekunden, bevor du eigentlich ankommst, innerhalb von 10 Sekunden, gibt es dann Punkte und dann halt Penalties, je nachdem. Also ich bin jetzt schnell genug weggefahren oder zu schnell etc. Und da zum Beispiel bin ich jetzt 42 Sekunden zu schnell gefahren. Ich hätte ein bisschen langsamer fahren sollen, damit das passt. Das sind keine Rennzüge. Ja. Enter, Continue. Und dann wird es quasi dort weitergehen. Vielleicht fahren wir nochmal eine Strecke. Sortieren Sie hinzu. Wir geben Gas. Aber die Simulationstechnik ist halt ganz einfach. Das ist ein Video, was halt schneller und langsamer abläuft. Das ist ziemlich altbacken. Also nicht zu vergleichen mit modernen Simulationen, aber ja, so kann man halt ein bisschen Japan kennenlernen. Finde ich ganz okay. Also es ist für mich kein echter Simulator. Da sind auch keine Sonderereignisse mit drin, aber es ist mehr so, ja, ein bisschen interaktiv Japan angucken und da war halt seinen Eisenbahnfreunden nachgehen. Das ist okay. Und das ist auch schon das Ende von dieser Branch Line. Da rechts von uns kommen jetzt gerade die Gleise, wo die Hauptlinie weitergeht. Und da vorne sind wir auf der gleichen Linie wie bei der ersten Strecke. Also das war's mit der Abwechslung hier von der zweiten Strecke. Oh, ich bin zu schnell. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Kommt vor lauter Reden. Und da gab es einen Videocut. Da sind auf einmal die Leute aufgetaucht. Okay, ja. Ihr sollt weniger reden und mehr fahren. Dann würde ich auch sauber machen. Ja, aber ich natürlich einen C kriegt. Gehen wir gerade wieder weiter. Also, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Und zwar viel mehr. Dann ist es für mich okay, dass man da irgendwie 30, 35 Euro zahlt. Aber jetzt mit dieser 1,5 Strecken 35, beziehungsweise ohne sein über 50 Euro zu zahlen,
finde ich viel, viel, viel zu viel. Also kauft euch das nur, wenn euch Japan wirklich interessiert oder die Art von Simulation, wie sind so Führerstandsmitfahrten mögt und das auf YouTube abguckt, dann ist es vielleicht interessant, aber ich finde es ja trotzdem, der Preis ist mega knackig. Muss jeder selber wissen, ob das was für einen ist. Alternativ könnte ich natürlich meine Strecke komplett abfahren und euch die Mitfahrt geben, dann habt ihr es auch gesehen. Für 0 Euro. Das wäre ziemlich fies. Aber ja, ich zeige euch nur einen Teil, weil für den Fall, dass ihr das wirklich kaufen wollt, dann sollt ihr es ja selber quasi sehen, wie die Strecke so ist und was die Leute hier gegebenenfalls so machen. Und wie das zum Beispiel in einer anderen Jahreszeit aussieht. So, da sind wir jetzt gerade in der City davon. Hier ist der Bahnhof. Ah, sind halt ein bisschen zu früh. So, machen wir das mal hier wieder rein, damit wir es nochmal gesehen haben. Anhand der Leute sieht man es dann schon, ob man dann eventuell zu schnell ist oder nicht. Ja, auch wieder nicht perfekt. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal von der Hauptstrecke in meiner anderen Teil. Yes, ich möchte hier weg. Dankeschön. Und zwar gehen wir jetzt mal in diesen... jetzt mal sagen, wir fahren mal den Abschnitt hier. Oder, warte mal. Es gibt so einen recht schönen Abschnitt, wo man durch den Wald durchfahrt. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der ist. Was war jetzt die Speedset Bike? Das lief in die Station Transaction. Ich meinte, das war hier. Machen wir das mal. Damit ihr die andere Jahreszeit mal gesehen habt. So, Türen gehen gleich wieder zu. Und Abfahrt. Bevor einer fragt, es gibt keine anderen Kameraansichten. Das ist wirklich alles. Mal wieder weg. Machen wir mal so. Dann eine sehr interessante Ansicht. Ich glaube, da hinten kommen wir dann durch so eine wunderschöne Baumallee durch. Da sagt dann immer ein, wie schnell man ungefähr fahren sollte für den Fahrplan. Das ist halt Gefühlssache. Aber schlechteres als T bis jetzt noch nicht gekriegt. Also hier sind wir so um die 40 fahren. Geschwindigkeit halten ist noch ein bisschen mühsam in dem Simulator. Auch wenn es grad ist. Aber beim ersten Mal fahren war ich natürlich schon irgendwie so drauf. Ich sagte, okay, was kommt jetzt als nächstes? Wie sieht es mal aus? Was passiert da? Es gibt sogar Momente, da laufen Leute über die Schiene drüber. Das ist noch heiß. Ah, okay, das ist leider nicht die Sektion, die ich mal dachte. Aber ist egal. Gleich da unten geht es den Berg runter und dann ist schon die nächste Haltestelle, die hier irgendwie sehr cool sind. Bin mir jetzt sicher, was ich schon erwähnt habe, aber eine Sache finde ich sinnbefreit. Unter den Optionen gibt es die Einstellung, die elektrische Bremse zu aktivieren. Das kann man aber erst dann machen, wenn man hier den ganzen Sektionsmodus in allen Varianten abgeschlossen hat. Finde ich ein bisschen dämlich, aber ist so. Aber so wird halt vermutlich das Spiel irgendwie verlängert. Ich dachte, okay, ich bin mal fertig.
damit du da deine Features kriegst. Ja, okay, ein bisschen zu früh. Gut. Das soll es mal gewesen sein vom Japanese Race Simulator. Also, wenn euch das wirklich gefällt und euch Japan interessiert und euch so Mitfahrten aller dieser Art gefällt, ja, dann kauft es euch. Aber ich finde es nach wie vor zu teuer. Wenn ihr denkt, ihr braucht jetzt einen echten, waschechten ja, Eisenbahnsimulator in Japan-Style, dann ist das der falsche Kauf. Da gibt es bessere Varianten für das. Ja, war ein kurzes Video und ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.